Einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Jos Lifestyle, dein Kanal, wenn es um Mode, Lifestyle und Vlogs geht. Hier frisch aus Hamburg. Ja, ich bin wieder gesund. Ich war angeschlagen und krank gewesen, deswegen ist kein Video erschienen. Und ja, aber jetzt bin ich wieder einigermaßen fit und jetzt kann es losgehen. Ab mit mir natürlich es aber nicht nehmen lassen, krank wie ich war, dass ich mir trotzdem mal ein paar Videos vorgeplant habe, die jetzt nach und nach dann natürlich kommen werden, damit ihr natürlich schnellstmöglich wieder mit gutem Stuff hier auf YouTube versorgt werdet. Und ja, was ist so sonst so passiert? Ich habe unter anderem eine coole kleine Videoreihe vor, die wird regelmäßig kommen in der Woche. Wird ein kurzes Video werden zum Thema Outfit. Könnt ihr mal reinschreiben, an welchem Tag ich diese Serie oder diese Folge kommt, einmal in der Woche. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wann oder an welchem Tag ihr diese Folge gerne hättet. Dann kann ich mal gucken, wie es bei euch so passt, wie ihr so Zeit habt und wie ihr so dann, wenn ihr zu Hause seid, von Arbeit, Schule, Uni oder was auch immer, dann natürlich gerne YouTube schaut. Ich versuche mich danach zu richten. Natürlich habe ich auch meine Vorstellung, aber ich baue natürlich gerne eure Ideen, Wünsche auch gerne mit ein. Ja, das wird auf jeden Fall kommen, da freue ich mich sehr. Ihr habt es schon im Titel gelesen, ich habe ein Paket bekommen und zwar von Gammon. Vielleicht werden von euch ein paar da draußen sagen, Gammon, was ist Gammon? Gammon ist eine coole Parfümmarke für Männer. Die Seiten von Gammon habe ich natürlich hier in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, am Wochenende ist ein kleines Paket angekommen von Gammon. Das hat mich sehr gefreut, denn wenn ihr das öffnet, dieses schöne Paket, dann ist hier drin noch so ein kleines Infoblättchen, denn Gammon hat vier Düfte, die sind nämlich hier einmal erklärt, das finde ich ganz cool gemacht. Hier könnt ihr sehen, Gammon, dann sind hier einmal natürlich noch diese Düfte beschrieben, welche Düfte Gammon so führt. In dieser Verpackung sind die vier Düfte enthalten. Und zwar, was ich cool finde, ist einfach, es gibt vier Düfte. Ihr habt einmal einen Duft für ein Hoodie-Outfit, ihr habt einen Duft für ein Lederjacken-Outfit, ihr habt einen Duft für ein Business-Outfit und ihr habt quasi einen Duft für ein T-Shirt-Outfit. Also, das heißt, ihr habt quasi zu jedem Outfit einen Duft, der passt. Ich finde es cool, dass Gammon vier Düfte im Sortiment hat, quasi für jeden anders. Denn diese Düfte riechen erstmal richtig gut. Sie sind männlich, jeder Duft hat was Eigenes. Ich muss sagen, gerade so dieser Lederjackenduft gefällt mir sehr, sehr gut, weil der ist so richtig schön männlich und herb und weiß nicht, das ist so, das untermalt nochmal das Outfit, genauso wie ich. Duft 4 ist das sogar, ich zeige euch das nochmal, wenn ihr das hier rausnehmt, dann sieht das so aus. Natürlich gibt es auch noch ein anderes Pack, da sind auch natürlich drei Proben drin in einer etwas größeren Flasche und natürlich ein Duft, der natürlich dann in der Originalverpackung so ausschaut. Das kostet ungefähr dann 80 Euro und wie gesagt, Duft 4 muss ich sagen, hier sind es auch gleich immer drauf, Duft 4 gefällt mir persönlich am besten. Genau, Duft 4 gefällt mir eigentlich ganz gut, so ein sportlicher, lässiger, cooler Duft ist einfach der Hoodie-Duft, der gefällt mir echt gut, weil der ist, wie gesagt, den kann man zum Sport auch nehmen. Ja, den könnt ihr zum Sport nehmen, den könnt ihr, wenn ihr so locker mit Freunden rumhängen wollt, finde ich, ist der Duft echt geil. Ist einfach leicht, frisch und finde ich, kommt einfach, finde ich persönlich, gut an. Der dritte Duft, den ich persönlich sehr gerne mag, der da heißt The Leather Jacket Nummer 3. So eine würzige Holz-Pfefferminznote, also ein bisschen so, das klingt jetzt erstmal komisch, Pfefferminznote. Nein, aber der riecht wirklich gut, so, denn da malt so ein bisschen so dieses typische Lederjacken-Image-Outfit, so, so richtig schön männlich, kernig und kantig. Trotzdem, ja, trotzdem aber irgendwie auch sexy, also richtig so, wo man, finde ich, auch wie, wo man so dran hängen bleibt, der Duft hat mich, klar logisch, weil ich fast nur Lederjacken trage, ich meine, wer mich kennt, weiß das, das war natürlich für mich optimal, ich dachte so, oh cool, endlich mal noch ein Duft, passend zum Outfit, Lederjacke, also hammergeil, kann ich euch nur empfehlen. Also, ich habe alle wichtigen Infobeschreibungen hier nochmal verlinkt in der Videobeschreibung, also ihr könnt gerne auf der Gammon Homepage mal nachgucken, und wenn ihr interessiert seid, ich habe alle wichtigen Informationen hier in der Videobeschreibung verlinkt. Stöbert doch mal gerne auf Gammon. Stöbert doch mal gerne auf der Seite von Gammon gerne mal durch. Die haben auch eine coole Instagram-Seite. Schaut auch da mal gerne vorbei. Und vielleicht gefällt euch ja der ein oder andere Duft.
Wenn ja, schreibt doch mal gerne hier in die Kommentare. Es würde mich interessieren, wer einfach sagt, ey, ich guck mal nach und ja, mir gefällt der Duft. Oder natürlich auch, wer kennt diese Duftserie schon von Gammon? Ich bin, wie gesagt, vielleicht auch wie du da draußen, über die eigentlich mehr oder weniger über die Werbung, die sehr geschickt und sehr gezielt gemacht ist, machen wir uns nichts vor, eigentlich auch aufmerksam geworden. Gammon war mir schon immer ein Begriff, aber hat sich dann irgendwann so verflogen. Aber ist wirklich eine Empfehlung von mir. Checkt das mal ab. Schaut vorbei. Lohnt sich. So. Das war's mal mit dem kurzen Video von der Woche. Freut euch schon mal drauf. Es kommen noch ein paar coole Videos. Ja, ich habe auch schon ein Video gedreht zu den Fashion Trends 2019. Kommt diese Woche auch noch aus. Und auf jeden Fall auch nochmal ein cooles Video zu Accessoires. Also seid gespannt. Die Woche ist mit coolen Videos bespickt. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, auf meiner Seite. Hier ist eingeblendet. Ja, ich freue mich über jeden, der da mal vorbeischaut. Und natürlich auch mir folgt. So wie natürlich auch hier auf YouTube. Also, der ganze Support ist kein Mord. Und ja, ich würde sagen, habt natürlich morgen einen schönen Doppel-Mittelfinger-Mittwoch. So wie ich das immer schon sage. Und ja, schaltet gut rein. Wir sehen uns. Haut rein. Ich bin raus. Euer Jo. Ciao.